Hallo, liebe Sternbürger. Heute melde ich mich mal vom Dunlow Ridge Emergency Shelter und habe die Aegis Retaliator mitgebracht. Jeden Monat gibt es für Subscriber ein Schiff zum Testen. Diesen Monat ist es die Retaliator und da dachte ich, das zeichnen wir natürlich mal auf und ich zeige euch das Schiff ein bisschen dabei. Die Retaliator ist ein schwerer Bomber der Firma Aegis, die hauptsächlich militärische Schiffe macht. Sie ist modular, das heißt, sie hat zwei Bereiche, die modular ausgetauscht werden können. In dem Modell hier sind jetzt natürlich die Bombenschächte drin mit insgesamt 6 Size 9 Torpedos. Das ist natürlich eine ordentliche Summe und die Dinger hauen auch ordentlich rein, könnt ihr euch sicher denken. Normalerweise hat man so Size 1 oder 2 Raketen und wie gesagt, das ist Größe 9, das ist natürlich ein ordentlicher Batzen. So, die hat mehrere Türme, da kommen wir auch gleich zu. Sie hat im vorderen Bereich jeweils einen oben und einen unten. Im hinteren Bereich sind zwei oben und einer unten. Also das macht eine stolze Anzahl von 5 Turretürmen oder Türmen. So. Und ja, wie gesagt, das Schiff an sich ist 69,5 Meter lang, 42,5 Meter breit, wenn die Flügel da hinten ausgefahren sind und hat eine Höhe von 12,5 Metern. Und ihr könnt, wie gesagt, diese Module später austauschen. In der Variante hat sie jetzt natürlich keinen Frachtraum, aber ihr könnt natürlich auch einen Frachtraum da später reinbauen. Die Module kann man sich immer kaufen, wenn die Retaliator im Verkauf ist. Dann gibt es, wie gesagt, auch einen Modulverkauf, dann könnt ihr euch das zusammenstellen. Hat eine minimale Crew von 4 und dazu komme ich auch später, warum ihr nicht alleine fliegen solltet, und eine maximale Crew von 7. Die Bewaffnung übrigens an den Türmen sind jeweils Size 2. Das seht ihr hier ganz gut. So, und wieder einmal, der Detailgrad ist echt schön. Man sieht hier diese Landestützen, davon hat die echt einige. Ist, wie gesagt, kein kleines Schiffchen, das ist schon ein ordentliches Stück hier und heißt nicht umsonst schwerer Bomber, weil das ist eine fliegende Festung. Die Triebwerke, die klappen hier nach oben für die Landung. Das sieht natürlich auch imposant aus. Und die Dinger haben auch einen total genialen Sound, den möchte ich euch nachher noch vorführen. Das klingt nämlich wie so ein Weltkriegsbomber, finde ich total klasse gemacht. Also die Soundkulisse von dem Schiff hier ist auch schön. Hier hinten sehen wir die Haupttriebwerke und hier dieses kleine Detail finde ich wie diesen 50er, 60er Jahre Fahrzeuge, diese amerikanischen Schlitten, finde ich total schön, solche Details. Hier kommt einiges zusammen bei Aegis und das sieht irgendwie alles sehr natürlich aus. Ja, die Farbe des Schiffes, typisch für Aegis, ist ein dunkles Grau mit Rot abgesetzt. Und ich würde sagen, jetzt sind wir hier einmal mehr oder weniger drumherum, dann sehen wir uns doch mal an, wie das Ding innen aussieht. Hier ist übrigens ein Schacht, den seht ihr hier in diesem Bereich, und der vordere ist hier hinter den Fahrstühlen, der ist dann in diesem Bereich hier. Hier ist noch eine Ausstiegsluke für EVA-Missionen, also für zum Aussteigen und Einsteigen, weil mit den Fahrstühlen dauert dann doch immer ein bisschen länger. Davon gibt es übrigens 2 auf jeder Seite ein. Dann fahren wir auch mal hoch. Hier sehen wir es schon. Der erste Eindruck ist, es ist alles sehr clean, sehr militärisch und sachlich gehalten. Es gibt übrigens auch an der gleichen Stelle hier eine Docking-Klammer beziehungsweise einen Docking-Port nach oben. Ihr könnt also nach oben oder unten aussteigen. Und ja, dann gehen wir mal erstmal in den hinteren Teil des Schiffes. Hier seht ihr schon, das sind die ganzen Komponenten, die liegen auch offen zugänglich, also ihr kommt schnell ran. Auf der anderen Seite sind dann zum Beispiel die Server. Hier kommen wir in so ein erstes Abteil rein. Hier ist ja der Wartungsbereich. Ihr könnt hier dann auch eine Konsole ausfahren, die ihr später dann natürlich auch mit den Minigames benutzen könnt. Hier schön die Knöpfe auch zu sehen. Ja, das macht schon richtig Freude.
wie gesagt, immer wieder diese schönen Details im Spiel. Das sind dann die Server. Wir gehen aber auf der anderen Seite, gehen wir einmal rum und gehen auf der anderen dann wieder zurück. Hier haben wir die Torpedos. Also ihr seht schon, das sind richtig dicke Brummer. Damit könnt ihr wirklich auch die großen Schiffe angehen und könnt die damit zerstören. Auf Reddit gab es mal einen schönen Beitrag, wie viele Torpedos brauche ich für welches Schiff, also um es zu zerstören. So, hier kommen wir in die Torres rein. Es ist halbwegs sicher, deshalb gehe ich heute ausnahmsweise mal hier rein. An sich mag ich diese Türme nicht, weil die sind im Moment einfach zu verbuggt. So, da kriegen wir jetzt auch schon mal einen schönen Ausblick über das Schiff hier. Wie gesagt, der Feuerbereich ist relativ groß und wie gesagt, zwei Size 2 Waffen, das ist schon ganz ordentlich. So, dann steigen wir auch wieder aus. Und gehen auf der... Die Tür mag mich nicht. Hier hinter der Türe ist jetzt noch das andere, der andere Turm, der unter dem Schiff ist. Warum geht die Tür jetzt nicht? Na gut, dann gehen wir nochmal ein kurzes Stück zurück, damit ich euch die andere Seite noch zeigen kann. Wir gehen hier einfach durch den Ingenieursbereich hindurch. Hier, wie gesagt, sind die Server des Schiffes. Hier nochmal der Ausblick auf die Torpedos hier im hinteren Bereich mit der Lademechanik. Also es bewegt sich auch alles, wenn ihr die Dinger abfeuert. Kann ich jetzt nicht zeigen, da ich natürlich alleine unterwegs bin. Hier haben wir dann auch einen Turmzugang. Hier die Spinne nochmal. Und dann kommen wir, wie gesagt, hier durch diese Tür, die auch wieder spinnt. Kommen wir zum hinteren Turm, der unten liegt. So, damit haben wir den hinteren Teil des Schiffes eigentlich durch. Hier wieder schön zu sehen, in diesem Bereich hier, diese Lüfter, die sich da drehen, finde ich wirklich, ist ein schönes Detail, macht das Ganze sehr atmosphärisch. Dann kommen wir hier wieder in den Mittelteil, wo wir eben eingestiegen sind, können wir hier zum Beispiel mal die Luke öffnen. Das ist übrigens jetzt so ein komplettes Modul, das dann später ausgetauscht werden kann, wie gesagt, gegen Fracht oder Wohnbereiche oder was auch immer ihr möchtet oder beziehungsweise was angeboten. Hier sind jetzt jeweils 4 Torpedos, die auch über diesen Lademechanismus dann unten durch die Klappe ausgeworfen werden. Und wie gesagt, ihr seht, die Dinger sind doch riesig. Also die haben entsprechend Wumms dahinter. Türe wieder zu. Dann gehen wir zuerst hier rechts rum. Denn hier findet sich noch so ein Sanitärbereich mit ein paar Spinden, Klo, Waschbecken, Erste-Hilfe-Kasten und hier eine Dusche. Und da wir hier nicht weiterkommen, gehen wir jetzt natürlich auf die andere Seite. Hier geht es dann zum Cockpit, auch wieder hier mit diesem Wartungsbereich bzw. Wartungsmonitore für den Torpedoabwurf, denke ich mal, kann man dann später benutzen. Und dann kommen wir jetzt hier in den Cockpit-Bereich, gehen aber erstmal hier gerade durch. Hier ist nochmal so eine kleine Schlafkoje. Hier kann sich dann einer ausruhen. Hier gibt es aber ansonsten auch nicht viel zu sehen. Es gibt halt nur ein Bett. Das ist nicht gerade viel, weil man kann dieses Schiff wirklich schlecht alleine fliegen. Man kann natürlich alleine fliegen. Doch das Problem ist, als Pilot hat man nur Steuerung über die Torpedos und nicht über irgendein Geschütz. Also ihr solltet mindestens dann noch jemanden mitnehmen. Hier unten ist dann noch der vordere Turm unten liegend. Da ist natürlich der Captain-Sitze. Da gehen wir aber gleich rein. Wir gehen nämlich jetzt erstmal kurz nach oben, weil da gibt es auch noch was zu sehen. So, jetzt sind wir hier in dem oberen Bereich. Ihr seht schon, da ist ein schönes Fenster noch nach oben angebracht. Wir stehen hier im Bereich des oberen Turms. Hier kann man dann in den oberen Turm einsteigen, seht ihr schon,
Das lasse ich aber jetzt mal, weil das ist schon verbuggt genug. Ja, alles hier oben sind dann auch so Waffenrecks, da könnt ihr die Waffen ablegen. Und hier hinten ist dann noch ein kleiner Bereich, auch mit Fenstern, mit den Escape Pods. Die sind natürlich für die ganze Crew. Da können alle Leute hier mit gerettet werden, vermutlich. Beziehungsweise es sind nur 6 Stück, 7 Leute können maximal mit. Naja, muss sich, der Captain geht bekanntlich mit dem Schiff unter. So, dann gehen wir wieder nach unten. Nein, ach, diese Treppen sind schrecklich. So, nach irgendwie mag mich das jetzt hier gerade nicht. Aha, jetzt geht's wieder. So, und dann steigen wir mal in den Pilotensitz. Jetzt haben wir auch hier schön den Sonnenuntergang. Ich zeige euch jetzt gerade das Schiff mal von außen. Oh, ein bisschen beschädigt sehe ich gerade. Wie habe ich das denn gemacht? Ja, ich war jetzt zwischenzeitlich dann mal in der Werkstatt, habe das Schiff mal wieder flicken lassen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich bin jetzt hier zurück in Port Olisa und kann euch hier mal zumindest noch im Hellen dann das Schiff ein bisschen zeigen. Wie gesagt, Detailgrad ist grandios wie immer. Ihr seht hier hinten auch die Antriebe, da flackern sie. Also wirklich tolles Schiff. Kann man echt neidisch werden von den Leuten, die es haben und eben auch das Schiff natürlich bemannen können und entsprechend nutzen können. Ich war mal mit jemandem unterwegs, das habe ich leider nicht aufgezeichnet, und zwar bei einer vollbesetzten Retaliator, und das war schon richtig klasse. Jetzt ist hier zum Beispiel auch mal die Bombentüre offen. Ich hoffe, das kann man so gut erkennen. So. Ja, sieht natürlich imposant aus, und wie gesagt, wenn die abgefeuert werden, da wird es dann richtig spannend. Jetzt gehe ich hier mal raus aus dem Landemodus, dann seht ihr auch, wie die Triebwerke umklappen und das Fahrwerk natürlich ein. Und jetzt gehen wir nochmal in die Cockpit-Ansicht und dann hört ihr mal den schönen Sound, den dieses Schiff fabriziert. Das ist wie so ein Weltkriegsbomber, wie gesagt. Ich finde das total klasse. So, wir bremsen aber jetzt hier ab. Und dann werde ich mal das Schiff wieder in den Hangar parken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, trotz der kleinen Schwierigkeiten, die ich hier hatte. Und ja, wenn nicht oder falls ihr Vorschläge, Ideen, Anregungen habt, hinterlasst einfach einen Kommentar. Und wir sehen uns dann im Wars. Macht's gut!